Sind Sie immer noch auf der Suche nach dem regelmäßigen Einkommen an der Börse? Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt noch bis zum 31.12. zusätzlich 10% sparen. Alle Informationen zum Börsendienst. Jetzt auf das i klicken. Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier auf dem Optionsstrategien-Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und heute setzen wir ein Video fort, ungeplanterweise, was wir letzte Woche veröffentlicht haben. Nämlich, da ging es darum, warum ich keine langlaufenden Cash-Secured Puts mehr verkaufe. Und im Nachgang sind dann einige Fragen gekommen, nämlich, wie würde ich es denn besser machen, wenn ich die Aktie unbedingt haben möchte? Und genau auf diese Frage gehe ich heute ein. Also, wir hatten ja schon gesagt, dass für mich persönlich der Verkauf von langlaufenden Cash-Secured Puts nicht so viel Sinn macht, weil, nochmal kurz die Situation, du hast die Aktie hier, du hast irgendwo einen Put geschrieben an der Stelle, wo du sie haben möchtest, mit einer relativ langen Laufzeit, und dann kann dir es eben passieren, die Aktie geht runter, geht aber dann wieder hoch und ist im Verfall dann oberhalb deines Strikes, sodass du die Aktien dann letztendlich doch nicht zugeteilt bekommst. Jetzt hatte der eine oder andere gefragt, naja, was wäre denn dann aber der bessere Weg, wenn du unbedingt die Aktie haben möchtest, aber dennoch das Ganze mit Optionen umsetzen möchtest. Also das heißt, in so einer Situation hier, wo du jetzt sagst, hey, hier, das war doch eigentlich der Preis, den ich wollte, wie könnte man es dann besser machen? Nach wie vor der einfachste Weg wäre natürlich zu sagen, ich kaufe die Aktie dann direkt an dieser Stelle, ganz klar. Aber es lohnt sich dennoch, das Ganze über Optionen zu machen, weil, stellt euch vor, wenn hier der Preis so gefallen ist, was ist dann passiert? Dann ist natürlich die Volatilität angestiegen. Das heißt, die Optionen sind hier sehr, sehr teuer. Und wenn ihr also eine Option verkauft, bekommt ihr natürlich eine Menge Zeitwert. Und der Zeitwert reduziert ja letztendlich euren Einstiegspreis. Das heißt also, wenn wir mal ein Zahlenbeispiel machen. Angenommen hier, ihr wolltet die Aktie kaufen für 50 und ihr würdet eben hier für einen Put an dieser Stelle nochmal 1,50 Dollar Zeitwert bekommen, kauft ihr letztendlich die Aktie für 48,50 und damit natürlich ein ganzes Stück günstiger. Was ist jetzt aber, wenn ihr hier an der Stelle jetzt eine At-the-Money-Option verkauft, eine kurzlaufende Option, und dann passiert es trotzdem, dass die hochgeht, dann habt ihr ja auch wieder nichts gekonnt. Auf der einen Seite natürlich, ihr habt eine relativ hohe Prämie bekommen, aber ihr wollt die Aktien unbedingt haben, ne? Und deswegen mache ich an dieser Stelle Folgendes. Und zwar, ich verkaufe an dieser Stelle dann in the money puts. Das heißt also, ich würde zum Beispiel jetzt hergehen und würde sagen, ich verkaufe hier einen, sagen wir mal, 55er Put. So, das heißt, der ist dann 5 Dollar im Geld. Die Aktie hier ist irgendwo bei 50, haben wir ja schon gesagt. Und ich verkaufe jetzt einen 55er Put. Warum jetzt eine Option im Geld? Überlegen wir uns mal, was würde erstmal passieren. Wenn wir diese im Geld liegende Option verkaufen, dann hat der Käufer dieses Puts ja das Recht, seine Aktien für 55 zu verkaufen. Wir wiederum müssten sie für 55 kaufen, also 5 Punkte teurer als der eigentliche Marktwert dann ist. So, ist das schlimm? Nur im ersten Moment schaut es aus, als ob das schlimm wäre, weil die Differenz hier zwischen dem aktuellen Preis von 50 und dem Strike von 55, das ist ja der sogenannte innere Wert, den diese Option hat, weil jede Option, die in the money ist, besteht aus zwei Komponenten, nämlich einmal dem sogenannten inneren Wert. Das ist einfach der Abstand vom Strike zum aktuellen Preis. In dem Falle jetzt haben wir es ja schön einfach gerechnet, 5 Dollar plus eben noch einen Zeitwert. Der wird vielleicht ein bisschen geringer sein als die 1,50, weil in the money Optionen nichts nicht ganz so großen haben, aber der wird vielleicht trotzdem immer noch bei 1,20 Dollar sein. So, und das bedeutet, dass diese ganze Option mindestens 6,20 Dollar kosten wird. Und jetzt passiert Folgendes. Angenommen, der Preis bleibt jetzt hier tatsächlich bei 50 oder geht knapp über 50, dann bekommt ihr zwar die Aktien für 50 oder Entschuldigung, für 55 besser gesagt ins Depot gebucht, aber und damit 5 Euro teurer oder 5 Dollar teurer als an der Börse, aber ihr habt ja auch diese 5 Dollar inneren Wert bekommen. Das heißt also, es stört euch nicht und ihr könnt euch eben absolut sicher sein, dass ihr sie zu dem Preis, wie ihr sie haben wollt, wirklich auch habt. Natürlich
In eurem Depot sieht es dann so aus, wenn ihr dann ins Depot hineinschaut, dann seht ihr dann plötzlich, dass ihr die Aktien XYZ plötzlich für 55 im Depot habt. Und das sieht ein bisschen optisch gesehen schlechter aus, als wenn ihr sie für 50 gekauft hättet. Aber ihr habt ja diese 5 Dollar Differenz, die habt ihr ja über den inneren Wert eingenommen. Das heißt, die sind euch ja Cash aufs Konto gewandert und die bleiben da natürlich auch. Das heißt, die müsst ihr ja nicht wieder abgeben, sondern die bleiben da. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Bonus obendrauf. Nämlich, wenn wir sagen, wir haben hier, sagen wir mal, den 50er Strike und hier den 55er. Die Aktie ist jetzt hier runtergekommen, ist so bei knapp um die 50 und wir verkaufen jetzt hier diesen 55er und vergleichen das mal mit dem 50er. Wir verkaufen jetzt hier eine Menge inneren Wert mit. Und jetzt könnte es ja auch hier passieren, dass wir sagen, okay, jetzt geht der Preis tatsächlich vielleicht, sagen wir mal, wir machen dann irgendwie eine Restlaufzeit 14 Tage oder eine Woche, je nachdem, was ihr eben für Optionen auch bekommt. Jetzt geht der Preis trotzdem wieder hoch und endet sogar über der 55. Was ist dann aber an der Stelle passiert? Hier unten bei dieser Option hättet ihr nur Zeitwert verdient und bei dieser hier habt ihr Zeitwert plus inneren Wert verdient. Das heißt also, ihr kriegt zwar in dem Fall die Aktie auch nicht, aber ihr werdet natürlich super kompensiert, weil stellt euch mal vor, die geht hier über 55, dann habt ihr über 5 Dollar nur aus dem Verkauf der Option verdient, das heißt, ihr habt eine höhere Prämieneinnahme, ihr habt und damit seid ihr auf jeden Fall besser dran als hier. Und wenn es nicht über diese 55 geht, dann habt ihr auf jeden Fall auch noch die Aktie. Das heißt, ihr stellt euch damit definitiv in eine bessere Ausgangssituation. Ihr könnt euch mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher sein, dass ihr die Aktie wirklich auch bekommt. Und wenn es eben doch so sein sollte, dass die Aktie dann nach oben geht, und über die 55 in dem Falle sogar geht, ja, dann werdet ihr wenigstens stark kompensiert durch diesen inneren Wert, der dann verschwindet. Weil wenn der Preis zum Beispiel jetzt bei 56 wäre, dann ist die Option natürlich am Ende der Laufzeit wertlos, verfällt und das lohnt sich also auf jeden Fall. Und damit seht ihr eigentlich, dass es wirklich auch nochmal zu dem vorherigen Video absolute Alternativen gibt zum Verkauf von langfristigen Cash-Secured Puts. Im Normalfall. Ne? Also wie gesagt, wir reden immer nicht darüber, wenn es furchtbar crasht, wenn es richtig runtergeht, 30-40% und die Vola explodiert ist, dann kann man ganz, ganz langlaufende Optionen verkaufen. Wobei man da aber auch eigentlich nur auf den extrem hohen Zeitwert spekuliert und sich sagt, na okay, und sollte die in 2 Jahren jetzt immer noch da unten sein, dann kaufe ich sie halt. Ne? Aber das ist quasi ein bisschen erlogener Cash-Secured-Put, weil eigentlich wollt ihr da nur den Zeitwert verdienen und gar nicht so sehr die Andienung, aber ihr sagt, okay, Plan B, falls es in 2 Jahren immer noch da ist, dann nehme ich sie halt. Das ist aus meiner Sicht aber auf jeden Fall der bessere Weg. Wenn ihr seht, die Aktie ist an dem Preis, wo ihr sie haben wollt, und das wird ja nur passiert sein, wenn sie gefallen ist, die Vola ist hoch, dann verkauft In-the-Money-Puts mit kurzer Restlaufzeit, lasst euch den, da bekommt ihr Zeitwert, das heißt, ihr drückt sowieso den Preis eurer Aktie und ihr bekommt natürlich noch inneren Wert mit dazu, der euch den Aktienpreis automatisch runternimmt und das heißt, ihr habt dann genau den gleichen Preis, als wenn ihr jetzt direkt an der Börse kaufen würdet, abzüglich den Zeitwert und ihr habt eben auch die große Wahrscheinlichkeit, dass ihr die Aktie wirklich bekommt. So, und da seht ihr wieder, dass Optionshandel also wirklich wahnsinnig flexibel ist. Man kann extrem viel dabei machen und es sind oftmals nur so diese kleinen Stellschrauben, an denen man drehen muss, um die Performance eben nach oben zu bringen. Und das ist ja das, was wir zum Beispiel auch in unseren Coachings immer machen, dass wir da gar keine irgendwie Dinge erklären, die man noch nie gehört hätte, sondern das sind alles Dinge, die bekannt sind. Es sind eben diese kleinen Tricks und Kniffe, diese Dinge, die in der Praxis funktionieren, die man jetzt nicht zwingend in einem Buch lesen kann. Und das ist immer so, wenn man also solche Sachen dann wirklich intensiv mit jemandem betrachtet, der das eben professionell macht, dann kann man eben einfach nochmal eine Schippe oben drauf legen. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg. Momentan an den Märkten haben wir ja nicht so sehr die große Chance, Cash Secured Puts zu schreiben, ne? Weil die Märkte gehen nach oben. Das heißt also, hier sowas sehen wir ja momentan gar nicht. Aber wir wissen ja alle, so eine Situation wird wieder kommen. Und dann erinnert euch an dieses kleine Video. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg. Passt auf euer Geld auf und immer daran denken, make trading great again. Wir sehen uns. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.